uns als Börse und auch mit der volkswirtschaftlichen Rolle, die wir haben als deutsche Börse, ist es natürlich wichtig, Unternehmen zu unterstützen bei der Finanzierung. Und die Finanzierung in Deutschland erfolgt ja viel über Fremdkapital. Wir können aber auch die Finanzierung über Eigenkapital ermöglichen. Und deshalb haben wir auch das Deutsche Börse Venture Network gegründet, wo Unternehmen, die aus dem Startup-Bereich kommen, aber schon eine gewisse Größe haben, zusammengebracht werden mit internationalen Investoren und dort ihr Eigenkapital finden können. Und wir haben jetzt keinen Sektor, wo wir sagen, dort fördern wir besonders, sondern wir fördern eigentlich über alle Sektoren gleich. Wo wir etwas mehr machen, ist im Fintech-Bereich. Wir haben einen Fintech-Hub eröffnet, weil wir glauben, in Frankfurt die wichtigen Player und die wichtigen Stakeholder in dem Fintech-Markt zu haben, nämlich die großen Banken, Versicherungskonzerne und so weiter. An die Börse kommen kann jedes Unternehmen. Wenn man Investoren findet, die am öffentlichen Kapitalmarkt investieren wollen und ein Unternehmen eine begleitende Bank findet und eine Platzierung durchzuführen, es steht der Börsengang jedem Unternehmen frei. Wenn ein Unternehmen an die Börse gehen möchte und eine Beratung haben möchte, dann sind wir gerne bereit, jederzeit da beratend tätig zu werden, auch gemeinsam mit Banken uns dazu engagieren. Da sind wir sehr engagiert und offen. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir hatten noch nicht so viele Startups in Deutschland und da es jetzt mehr und mehr gibt und die Förderung auch besser funktioniert, werden wir das wahrscheinlich in Zukunft häufiger sehen. Aber die Regierung, die vorher am Draht war, ne?